Sieh mal an, mein kleiner Held. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei South Park. Und übrigens, Happy Halloween. Ist zwar ein paar Tage später, aber trotzdem. Man muss ja nett sein und so. Wir legen auch gleich los und bringen... Chrissy ist heute jeden Dollar wert. Das denkst doch nur du. Und bringen der Chrissy mal ihre Medizin. Ich bin beeindruckt. Ihr Kid seid in Ordnung. Nicht so wie der kleine verlogene Wichser Tony. Der verspricht immer alles Mögliche und dann passiert nie was. Und dann, oh, hab's vergessen und so ein Scheiß. Der kann diese Pussy hier jetzt vergessen, verstehst du? Ich hab nämlich keine Zeit für einen Nigger, der Zeit zum Ficken hat, aber keine Zeit für mich. Für so einen Scheiß hab ich zu viel Klasse. Also hab ich dem Nigger Tony gesagt, hör zu. Meine Pussy und mein Geist sind nur im Paket zu kriegen. Also tan mal gefälligst beides an, Motherfucker. Es gibt da nämlich genug andere Nigger, die da was reinstecken wollen, verstehst du, was ich meine? Aber ich bin ja keine Nutte. Ich fick nicht mit einem Nigger, nur weil er einen Werbevertrag hat und das Auto aus Zurück in die Zukunft fährt. Macht einen auf Marty McFly und so'n Scheiß. Da hab ich gesagt, hör mal, ich hab Michael J. Fox gefickt und er hat einen größeren Schwanz als du. Deshalb ist der Typ ja auch so winzig. Das ganze Wachstum ist zwischen seine verfickten Beine gegangen. Mords Riesenpimmel. Schwängelt rum wie ein Vibrator und so. Ich meine, es war gut und alles, aber dann verliebt sich der Nigger in mich und will, dass ich ihn heirate und in seiner Villa wohne und so ein Scheiß. Aber dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Ich muss raus auf die Straße für die Kohle, yo. Ich brauche keinen Nigger, der meine Rechnungen bezahlt. Ich habe meine Pussy und die ist wie eine Gelddruckmaschine, verstehst du? Das hier ist die Classy Bank und die ist versichert bei der MBFA. Der meine Bitches ficken Arschficker-Crew. Und wir lassen uns von keinem was gefallen. Schon gar nicht von dem verlogenen Hurensohn Tony. Okay. Klar. Gut, ist mal ausgemacht. Alles klar. So. Was machen wir denn jetzt? Missionen. Sprich mit Craig in Tweaksland. Okay. Aber warum? Ach so. Okay, schon gut. Schon gut. Wir müssen irgendwann nochmal alle Häuser abgehen. Du hast uns gestern echt geholfen. Ich soll fragen, ob du bei noch einem Fall helfen kannst. Ich glaube, du kannst in dieser Stadt echt viel Gutes tun, aber halte dich an die Regeln. Yay. Wir gehen mal einen kleinen Umweg. Oh, hey, hallo du. Ja, es hat sich herausgestellt, dass das mit dem Geschlecht komplizierter ist, als wir gestern besprochen haben. Okay, komm bitte in mein Büro, damit wir die Sache klären können. Okay, danke. Okay. Ja. Bitte komm. Hier ist Mosquito. Ich könnte nicht bei einer ganz dringenden Sache. Moment, ich nehme das blöde Ding mal ab. Kannst du mir helfen? Ich hab da ein kleines Problem. Wir treffen uns zum Raisins, okay? Mosquito, Ende. Ich kriege gerade alle Missionen nochmal neu reingedrückt, oder was? Gehen wir erstmal. Wie gesagt, zur Polizeiwache. Wir müssen trotzdem alle Häuser nochmal neu abgehen. Weil ich habe bestimmte Sachen übersehen. Und... bestimmte Sachen konnte ich noch nicht machen. So. Da haben wir die Fähigkeiten gefehlt. Deswegen. Ja, ja, ich weiß, ich komme doch gleich. Hey, kleiner Verbrecherschreck, du bist wieder da? Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Wie sich herausgestellt hat, ist der Abschaum von gestern nur eine ganz kleine Nummer. Der echte Oberboss muss irgendwo hier sein. Auf deinem Handy, das ich in der Hand halte. Danke, dass ich dein Handy dafür haben durfte. Er versteckt sich in der riesigen Villa, die er mit Blutgeld gekauft hat, dieser Penner. Das ist eine ganz andere Nummer, Verbrecherschreck. Sein Haus ist eine Festung. Jedes Fenster und jede Tür ist mit einem Hightech-Sicherheitssystem verbunden. Du brauchst das. Hiermit kannst du sein Sicherheitssystem hacken, um dich reinzuschleichen. Danke. Cool. Viel Glück, kleiner Held. Dann kann ich jetzt die ganzen anderen Häuser auch mithacken. Sag ich nur kein.
Und wir müssen zu Token. Ich glaube, da oben wohnt Token. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. So, gehen wir mal schnell Mosquito helfen. Wieder. Kann man da schon durch? Ja. Laut Karte müssten wir da durchkommen. Renn, kleiner Held, renn. Kaputtes Handy. Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Dein Arsch kann krasse Sachen. Mit dem Pausefurz kannst du die Zeit anhalten. Viel Spaß. Oh, wie bekifft er aussieht. Ja, das war Pause. Hier, Mietz, hier, Viertklässler. Geh weg, du Schwanz. Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir. Ups. Ah! Gut. Essen ist serviert, ihr seid das Essen. Zeig ihnen, was du drauf hast. Ich wollte gerade fragen, hat sich das nicht umgestellt, aber nee. Schon richtig so. Ich war. Woher hast du Laser? Ich will auch Laser! Ich mach dich platt! Mikroaggression! Schlag ihn! Yay! Wen soll ich quälen? Ich wähle dich! Ich gönn mir ein bisschen Blut! Nettes Blut! Die haben überhaupt keine Chance. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Ja. Das sieht nicht gut aus. Captain Diabetes ist kampfbereit. Diabetes regelt das. So bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Ein frischer Wind zieht auf. B. Ach, damit kann ich nur heilen. Und dann aufhören. So, X. Bin ich schon dran? Die packen wir easy. Ich verlasse mich auf dich. So. Sehr gut, Wunderarsch. Ich nehme meine Blutprobe. X. Dann würde ich ihn ganz töten. Oder B. X. Glück dich! Gute Nacht! Hey, jetzt hat's funktioniert. Dann mal los! Okay. Dann B. Geht ja nicht anders, also... Spüre die Macht des Diabetes! Die Schocken prallen einfach an mir ab. Oh oh. Tut mir leid, Mosquito. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? War nicht mit Absicht. Das ist super unhygienisch. Und widerlich. Fühlt den Zorn von Humankind! Würde ich ihn töten? Nein, ich komme nicht mal ran. Wohl bekomm's! Du bist der Wind unter meinen Moskitoflügeln. Ja. Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen. Sehr befriedigend. Mist. Egal. Trotzdem, tot ist tot. Das ist jetzt unser Laden. Gewonnen. Rotzklumpen. Wow. Sieht das schick aus. Wollen wir uns wieder umziehen? Ah, da bist du ja. Oder erstmal lassen.
Du hast ziemlich große Titten für einen jungen Neuer. Was? Die fiesen Kreaturen da drin haben die Kreditkarte meines Dads geklaut. Hilf mir, sie zurückzukriegen. Gegen die bösen Verführungskräfte der Girls bin ich machtlos. Ich kann da nicht allein rein. Bist du dabei? Dann los, geh du vor. Können wir die Mission schon machen oder ist das eher schlecht? 200. Und wie stark sind wir? 200. Das passt ja. Können wir das aber ein bisschen, sagen wir mal, hochleveln? Hiermit? Und das hier. Das Dreidel. Rückstoßkombo ist relativ schlecht. Hier auch. Aber hier mehr. Wow. Entschuldigung. Ja, dann nehme ich das Dreidel. Kostüme. Mach mal nachher, mach mal alles schön nachher. Und zu den Girls. Willkommen im Raisin-Schnucki, nur eine Person. Da, das Kind hat Porsche und Mercedes verprügelt. Und das Kind ist da, um die Kreditkarte meines Dads zurückzuholen, ihr dickbusigen Diebinnen. Du hast uns die Kreditkarte gegeben, weil du nämlich mit uns wresteln wolltest. Stimmt nicht, ich wollte bloß gehen. Und warum hast du dann gesagt, Moment, Girls, ich komme gleich mit der Kreditkarte von meinem Dad zurück? Keine Männchen mehr. Herr mit der Karte, sonst gibt es Ärger. Gibt's hier ein Problem, Girls? Oh, gleich gibt's eins. Raisins Girls, sammeln! Besiege die Raisins Girls. Für alle. Ein für alle Mal. Ja, hoffe ich doch. Die anderen Gäste sind totale Verlierer, aber du bist echt cool. Wow, echt? Absolut, Süßi. Nein, Moskito, nein. Kennt ihr schon meine Hauptfreundin? Dass sie mir ja keiner antatscht. Das ging schnell. Bestellt ihr Süßen? Oh. Ihr seid nur neidisch auf unser junges Glück. Hau rein, Neuer. Bis. Hey, lasst diese Ladies gefälligst in Ruhe. Bin angewidert. Die Schweine gehören mir. Kommen wir ran? Ja. Pew, pew. Oh. Und ich dachte, Drachen wären schwul. Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Moskito zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Oh, ja, wahr? Scheiße. Dann machen wir ihn. Okay. Omega Crash Extra! Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Ja. Ach, fick dich. Was darf's denn sein? Wunderarsch sieht tot aus. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Alter, friss nun weg! Ja. Lasst meinen Schatz in Ruhe! Oh. Nicht die Mädels belästigen. Wiederbeleben. Belebt? Ja. Nur. Aber wiederbeleben. Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Kann ich. Warum kann ich nicht das bei mir machen? Ist aber schade. Heilung! Danke, Mom. Ich bin dran. Mega Faust, Pacharoo. Ja, Treffer reicht für einen Home Run.
hier eine Tracht Prügel bestellt? Nein. Ich sag mal auf für dich, Alter. Ich vermöbel dich wie meine Mama meinen Daddy, Schnucki. Das hast du jetzt davon. Ich verliere gerade. Verliere. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren. Ja. Ich will dir nichts vormachen, das wird schmerzhaft. Hab ich doch. Ich darf nicht verlieren. Au! Von einer plumpen Flugkreatur zur anderen. Respekt. Alter, mach mal halblang. Ihr wollt was auf den Arsch? Ich sterbe. Gerne vor. Gute Arbeit. Tut nochmal $500 Limonade auf seine Rechnung. Aber ich werde auch stärker. Du bist tot. Ach nee. Sie lädt sich total zurück. Wir leveln mal noch. Dann... Du hast ziemlich große Titten für einen jungen Neuer. Alter. Hau ab. So. Wo war A? Da. Ups. Du hast dich mit den falschen Raisins angelegt. Schnappt sie euch! Zeig ihnen, was du drauf hast! Heiler Scheiß! So toll, dass ihr da seid! Ich nehme meine Blutprobe! Es ist Blut! Wie packen wir Easy? Ja, das sagt dir schon mal. Bestellt ihr Süßen? Jetzt bin ich aggro! Ja. Seht ihr? Captain Diabetes ist cool. Ich bin drin. Okay. Du kannst leider nichts machen. Wer ist von uns verletzt? Keiner. Das ist aber schön. Da jemand? Bin ich schon dran? Heilen bringt ja auch nichts. Ich will nach Wunder. Was darf's denn sein? Hey ihr Süßen, ich hoffe ihr habt Spaß. Oder nicht auch nicht, zwei ist auf mir einmal. Egal. Tut mir leid. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Ja. Würde das alle wieder aufwecken? Hoffentlich doch. Das sieht nicht gut aus. Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Zucker! Damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. Humankind ist startbereit. Gott sei Dank. An beide komme ich nicht dran. Also wie? Nächstes Mal gibt's das Fernlicht. Oh mein Gott, das wird so ein Spaß. Verdammt! Hau sie weg, Neuer! Oh Mann! Gleich kommt der Schwarm! Leg los. Aua.
Schokoriegel für alle! Gewonnen. Gewählte, gewählte Pommes. So. Okay, hier kommen wir doch wieder rein. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Genau. Wir müssen runter. Bumm. Kriege ich gar nichts mehr. Ja. Doch. Na, lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Mhm. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Geht nicht mehr? Alle? Ja. Da müssen wir hoch. Und hier, okay. Jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön. Bitte schön. Wow. Noch ein Stück? Oh, hier. Startbereit! Verdammt! Entschuldigung. Nochmal. Bereit? Mondmodell. Mondmodell. Aha, Gesundheit. Alles eher schlecht. Haben wir auch einen Slot für unsere Ultimativwaffe? Also für die ganz starke? Nö, wa? Da werden wir halt schwächer. Also wir sind punktezahlmäßig. Wir haben ja 222 und die Mission war für 200. Vielleicht finden wir noch ein paar schöne Sachen. Kostüme. Nein, sieht nicht schön aus. Cyberwolf-Handschuhe. Quake. Ui, fast in die Lava gelaufen. Hier drinnen können wir übrigens auch was machen. Also machen wir das noch schnell. Oder? Ja, hier. Einmal gerade hier, also können wir das auch schnell machen. Bereit? Wir haben es geschafft! Juhu! Twin-Stick-Shooter. Schön. Und Geld. Nehmen. Da später. Dankeschön. Gute Arbeit mit den Yaoi-Jagd. K.
Kinder der jungen Liebe. Dann mal los! Ja! Oh Gott, wie machen die das nur? Ja! Bis dann! Die sind Superhelden. Danke. Ja, jetzt geht's. So, jetzt kriegen wir das Tweak. Hihi. Und weitere Fotos. Tweak und Quake, Seelenknuddel. Umwerfen. Diabetes zur Rettung! Zuckerzone im Anflug! Das bis denn! Bis denn! Hier ist noch so ein Rohr. Hey? Du hängst mit Quake ab, oder? Redet er manchmal über mich? Oh. Müssen wir mal schauen. Hey, Quake. Ich hab diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat noch meinen Laptop. Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Quakes Nachricht an Tweak. Hol meinen Laptop von diesem Penner zurück. Ja, ja. Versöhn dich. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Sie sollen dich wieder versöhnen. Da! Tweak. Ja. Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich schmecke keinen Unterschied mehr! Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Was ist das? Rück mein Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Hä? Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Hä? Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel! Hä? Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Tweaks belegen für Stripe. Na toll. Ja, das ist jetzt so wie ein Hin und Her. Yay. Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Nein. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Haben wir hier einen Schnellreiser? Ja, wir laufen direkt vorbei. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt. So. Wir müssen die ganze Zeit hin und her rennen. So. Kann ich von behilflich sein? Da unten ist Quakes Haus. Dann gehen wir hier hin. Es dürfte kürzer sein. Renn lieber schnell! Hab ich doch. Wir sehen uns. Danke. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Klappt das jetzt? Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Nö. Ausgezeichnet! Klappt nicht. Noch eins. Ja, oder? Genau. Nein. Top-Orientierung. Ja. So. Aber wir können ihnen das Meerschweinchen nicht zurückgeben. Hey, Wunderass, du bist in meinem Schlafzimmer. Hast du etwa geglaubt, ich lasse ihn die ganze Zeit im Keller? Ja. Weil Stripe ist seine Mega-Attacke oder so.
Nochmal angucken.